Hallo und herzlich willkommen. Jetzt wollen wir hier mal in der virtuellen Welt in das nächste Thema einsteigen. Ihr habt ja schon die Handles kennengelernt, das Bewegen kennengelernt und jetzt wollen wir schauen, was können wir denn noch in dieser virtuellen Realität machen. Also ihr könnt gehen, ihr könnt euch bewegen, ihr könnt euch teleportieren, rechts und links drehen und auf so einen Stuhl da vorne setzen. Der nächste Schritt wäre, dass ihr Elemente, die ihr hier für euer Training, für euren Workshop braucht, einbringt. Und das sind die sogenannten IFX-Elemente. Wenn das IFX für euch freigeschaltet ist, dann habt ihr in eurem Menü, und da müsst ihr einfach rechts auf Menü klicken, dann seht ihr das Menü, oder aber links aufs Tablet, dann habt ihr so ein Nutzer-Tablet. Und wenn ihr hier auf IFX geht und ihr seht, ihr habt da so einen kleinen grünen, also eine kleine grüne Kugel oder einen grünen Punkt. Und das ist euer Mauszeiger. Und wenn ihr hier auf IFX geht, dann öffnet sich euer IFX-Menü. Ihr seht jetzt hier, das ist ein spezielles, was ich habe. Ihr habt in der Regel das Public-Menü. Und je nachdem, ob ihr Plus oder Light-User seid, könnt ihr hier jetzt verschiedene Elemente aus dem Public-Menü laden. Und ich klicke jetzt mal hier auf unseren Earth Mover, das ist so ein großer Bagger. Es dauert ein bisschen, bis der runtergeladen ist. Und ihr seht schon, oh wow, jetzt habe ich vor mir diesen riesen Bagger stehen. Um dieses Element zu steuern, gibt es hier einen kleinen Bubble. Wenn ihr auf diesen Bubble klickt, dann könnt ihr das Element bewegen. Mit dem rechten Mauszeiger, und ihr seht schon, da habt ihr in Plus Minus einen nach vorne, nach hinten, mit dem rechten Mauszeiger. Das Ganze nach vorne, nach hinten schieben. Oder aber auch verkleinern und vergrößern. Also ihr habt den Riesenbagger und wir machen da mal so ein Spielzeugbagger draus. Und dann ist der verkleinert. So, und jetzt könnt ihr den zu euch ranholen oder auch wegholen. Mit dem linken Mauszeiger, wenn ihr dann den Pistolengriff klickt, also hier vorne mit dem Zeigefinger, dann könnt ihr, wenn ihr den linken Händel bewegt, das ganze Objekt im dreidimensionalen Raum hin und her bewegen. Also nochmal, ihr klickt das an, dafür habt ihr den Bubble. Ihr könnt das vergrößern, verkleinern, hier mit dem rechten Handle. Ihr könnt das nach vorne, also weiter weg von euch schieben, näher her. Und mit dem linken könnt ihr, wenn ihr das Ganze gefasst habt, hier das Element, das IFX, bewegen. Und ich mache es nochmal von vorn. Tablet, ich klicke auf IFX oder ihr klickt auf IFX. Wir schauen mal, was wir brauchen. Vielleicht gibt es hier noch ein schönes Element, was wir damit reinbringen wollen. Hier haben wir die ganzen Bagger. Ihr seht schon, da gibt es eine ganze Vielfalt. Ja, ich bringe jetzt mal so ein Hirsch hier mit rein. Ach, ein Nashorn, komm. Ich stelle uns mal ein Nashorn rein. Ich lade das. Und jetzt habt ihr hier ein Nashorn stehen. Das ist zum Beispiel eine ganz spannende Sache, wenn ihr mal so Größenordnungen zeigen wollt. Das geht in echt ja überhaupt nicht. Aber wir greifen das Nashorn wieder. Wir klicken im rechten Handle nach links und dann wird das ein kleines Baby-Nashorn, was wir uns ganz nah ranholen können. Und wenn ihr den linken nehmt, Pistolengriff festhaltet, dann könnt ihr das Nashorn auch drehen. Weg, nah ran, vergrößern, verkleinern und auf der linken Seite dann drehen. Den Bubble könnt ihr anklicken, wenn ihr auch hier auf der rechten Seite den Pistolengriff nehmt. Also ihr zeigt drauf, ihr merkt den Pistolengriff, klickt auf den Bubble. Jetzt habt ihr es einfach mal so, ja, markiert, würde ich es nennen vielleicht. Markiert, ihr könnt jetzt damit, ihr habt den Fokus auf dem Nashorn, auf eurem IFX und könnt jetzt damit etwas anstellen. Ganz spannend ist noch, wenn ihr jetzt mal die Bubbles so nicht seht, also nicht wisst, wo ist der Bubble, das kann durchaus passieren. Dann könnt ihr hier auf der rechten Seite den Ringfingergriff wählen und dann seht ihr die Bubbles angedeutet. Ihr seht, da ist ein Bubble, da ist ein Bubble und wenn ihr dann drauf fahrt, dann erscheint er auch in echt. Das ist manchmal eine ganz wichtige Hilfestellung, wenn ihr mehrere Objekte habt und die Bubbles nicht so identifizieren könnt. Dann einfach hier den Griff gedrückt und schon seht ihr die verschiedenen Bubbles. Davon ist der. Ja, das war es soweit zum Thema IFX.